Willkommen zu Monster Hunter World. Ja, doch, Monster Hunter World ist es. Nein, wir müssen gerade nachdenken, was überhaupt nochmal für ein Spiel war. Ja. Ja, wir spielen Monster Hunter World. Es ist mal wieder ein Event, die ja jetzt automatisiert ja in Monster Hunter World immer rotieren, ne? Weil das Spiel ja im Maintenance-Modus ist. Und diesmal das Astera-Fest. Und das Lebensfreudefest. Also es sind immer verschiedene Events. Astera-Fest ist glaube ich in Iceborne und das Lebensfreudefest ist glaube ich hier. Und das ist immer so ein bisschen verschieden. Ja, wir sollen jetzt mit der Wildexperten reden. Ich glaube, wir sind einig. Ich weiß gar nicht mehr, ich hätte noch mal gucken sollen, was ich letztens gemacht habe. Das ist voll lange hier. Aber ich glaube, wir sind so gut wie ready, ne? Was alles anbelangt. So, wir können ja mal die Kiste hier... So, Honig bleibt drin, würde ich sagen. Und dann gehe ich nochmal kurz zum Schmied, aber ich glaube da... Ja, wobei, das macht keinen Sinn. Ne, wir reden mal mit der Expertin, ne? Das machen wir mal. Außer wir haben hier noch irgendwo ein Ausrufezeichen. Ja, wir haben noch ein Ausrufezeichen! Ja, dann machen wir erstmal das Ausrufezeichen. Das ist da unten. Beim Schmied. Das erinnert natürlich alles. Da bist du ja, Fünfer. Gute Nachrichten, Fünfer. Die Produktion der Deko-Rüstung hat begonnen. Yeah, Deko-Rüstung. Damit kann ich mich ein bisschen umstylen, ohne meine eigentlichen Rüstungsstats zu ändern. Also quasi mein... Das ist quasi so ein bisschen Fashion Hunter. Ne? Das kann ich, glaube ich... Wo kann ich das? Ich noch hier irgendwo... Ja, hier runter und dann Deko-Rüstung, ne? So war das, genau. So, und da kann ich dann jetzt einfach so Sachen wie hier mal Taucher oder Schatten-Sonnenbrille mir craften. Und es ist dann halt so, dass mir das zwar das Aussehen ändern lässt, also ich kann damit das Aussehen ändern von meinem Charakter, aber ich ändere damit nicht die Stats, was ganz praktisch ist, weil dann kann man nämlich später, wenn man das Spiel dann... Ich sag mal so krass im Endgame von Iceborne ist, dann kann man sogar sämtliche Rüstungsgegenstände, die man herstellen kann, kann man als Deko-Rüstung benutzen. Und dann kann man halt eben irgend so ein Crap zusammen, also naja, Crap, also was stylisch aussieht wie Crap quasi, zusammenbauen, was aber natürlich richtig gute Stats hat. Und dann per Deko-Rüstung sich dann wirklich hübsch machen. Das ist dann so ein bisschen diese Möglichkeit. Ne? Und das kann man machen. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Aber es besteht die Möglichkeit. Und das ist doch schön. Oh, Partner, glaubst du das? Endlich passiert es. Wir haben ihn über das Meer verfolgt. Er hat unser Schiff zerstört. Wir haben die ganze neue Welt nach seinen Spuren abgesucht. Und jetzt wird unsere seltsame Beziehung zum Zora Magdaros einen neuen Höhepunkt erreichen. Wir werden ihn fangen. Sprich mir nach. Einen Drachenältesten fangen. Das ist übrigens komplett unmöglich. Aber wir werden ihn fangen. Ah, ja. Ich sage dir was. Als mein Großvater an Bord des Schiffs ging und mit den Ersten ankam, meinte er, er sei breit. Seine Mission hier in der neuen Welt abzuschließen, doch bei dem Versuch, sein Leben zu lassen. Er hatte seinen Saphirstern gefunden, dem er folgte, wie in der Geschichte. Ich frage mich immer, was er bei der Überfahrt dachte. Und der Zora Magdaros, meinst du, dass das alte Magahirn überhaupt weiß... Ach, Magahirn, genau. Magmahirn? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so das Ultra-Special-Wort, was da steht, aber einfach nur Magma-Hirn. Wow. Was weiß, warum es hier ist? Oder ist es einfach ein Instinkt?
sorry, da bin ich wohl etwas abgeschweift, ne? Ja, wie immer. Ah. Hey, mir ist gerade eingefallen, dass wir noch die Quest machen müssen. Hey. Du hast mir immer noch nicht erzählt, warum du in die neue Welt gekommen bist. Hatte ich eine Wahl? Du bist bestimmt auf der Flucht. Wo warst du denn? Auf der Flucht vor einer tödlichen Gruppe von Melinks-Auftragsmördern. Ist doch so, oder? Ja, klar. Melinks sind übrigens Katzen. sicherlich wollen mich Katzen töten. Ja. So ist das. Im Monster-Hunter-Universum ist es so, da werden Menschen von Katzen getötet. Kennt man. Nichts kann uns aufhalten. Na, wie dem auch sei. Die Abwehr der Basis ist solide. Jetzt müssen wir nur diesen Einsatz abschließen. Bist du bereit? Ja, bin ich. Achso, jetzt, genau. Das stimmt, richtig. Immer gehe ich dahin, aber das muss ich gar nicht. Dieser Ofenbraten, das ist echt praktisch. Da muss man nicht immer unterwegs das Ganze machen. Ja, kann sein, dass das Fleisch, das man dann herstellt, was man selber bratet, auch noch ein bisschen besser ist, aber damit kann man sich so einiges an Zeit sparen. Und man bekommt auch mehr raus, ne? Muss man natürlich auch dazu sagen. Jetzt hat er bereits einen Gourmet-Gutschein. Oh, der hat jemanden einen Gourmet-Gutschein eingesetzt. Deswegen kann ich for free essen. Das ist doch praktisch. So, nimm die Geschichtsbücher eingehen. Ah, ich esse aber trotzdem. Wobei, wir haben ja sowieso hier ein Gourmet-Gutschein hier aktiv, deswegen können wir das ja auch sowieso dann machen, for free essen. Also, hey, Partner! So, dann wollen wir mal hier gucken. Ja, das ist klar, aber ja, hier war das abgeschlossen. Gut, dann machen wir hier die Aufgabe. In die Geschichtsbücher eingehen. Das ist das erste Mal, dass wir Sora Magdaros bekämpfen, beziehungsweise da die eine Quest machen. Das ist so eine geskriptete Quest, also. Ne? Da, man muss natürlich ein bisschen was machen, die kann auch failen, aber da ist sehr viel geskriptet. Genau. Davon gibt es zwei von diesen Quests, von diesen Sora-Quests, die es zu machen gibt. Und dann, ja, ist halt vorbei, ne? Warum ist da überhaupt ein Ausrufezeichen hier? Ist da irgendwas Besonderes? Ganz weird, als ein Ausrufezeichen, aber es bringt überhaupt gar nichts, dass da ein Ausrufezeichen ist, weil haben wir doch eh schon abgeschlossen. Man kann Story-Quests nicht nochmal wiederholen. Außer die Sora-Quests, die sind nochmal special, die kann man wiederholen, aber die ploppen dann immer mal. Also kriegt man so einen Hinweis, so dass gerade so eine Sora-Quest gerade verfügbar ist. Dann kann man die normal machen. Aber ganz ehrlich, das will man irgendwann auch gar nicht mehr. Okay, dann wollen wir mal essen, ne? Ja, ich habe natürlich wieder eine Story-Quest angenommen. Das heißt, also wir können jetzt erstmal von Anfang an nichts. Das Chefkochgericht ist available. Da können wir dann von Anfang an keine Leute einladen. Ich glaube, bei der Sora-Quest ist es sowieso nicht so wirklich vonnöten. Allgemein ist es, glaube ich, nicht so vonnöten, dass wir überhaupt Leute einladen, weil ich meine, wir haben ja krasses Gear von Anfang an. Aber ich meine, warum nicht? Ne? Jetzt gucken wir nochmal in der Truhe, vorsichtshalber. Ich denke mal, das habe ich schon alles, ja, habe ich schon alles aufgefüllt. Hier können wir. Ja, die Nährstoffe und die Mechanährstoffe, die sind durchaus schon ganz wichtig. Da kann man zum Beispiel Maxi-Trank herstellen. Beschleuniger, ich glaube. Beschleuniger sind es. Ja, genau. Beschleuniger brauchen wir für Dämonenmittel. Und für die Panzerhaut. Also Bitterkäfer und Honig. Da können wir es nämlich hier.
Das Zeug nämlich schon mal herstellen. Ein paar Tränke noch. Ja, die ganzen Fleischsachen, sowas brauchen wir sowieso nicht. Aber bei Berührungsbomben können wir uns auch nochmal ein paar erstellen. Also zwei insgesamt, krass. So, dann sind wir erstmal ready. Hilf ihm. Beweg dich. An die Arbeit. Läuft alles? Wir mussten improvisieren. Aber das ist ein Ja. Ha, da müssen Sie das Flammensiegel fragen. Hier geht's voran. Boss! Kommandant! Was ist? Gegen morgen sind wir fertig. Versprochen. Ich verlasse mich drauf. Wenn es soweit ist, weißt du, was zu tun ist. Der Einsatz beginnt bei Tagesanbruch. Da liegt ein langer Tag vor uns, was, alter Mann? Wir müssen es schaffen, bevor die Sonne weg ist. Auf eure Posten! Jetzt! Da ist er! Nutzt die Kanonen und Ballisten! Mach die Bestie mürbe! Mach das mal alleine. Wenn du verwundet wurdest, zieh dich ins Lager zurück! Oh. Ballistenmunition, oder? Ja, cool. Und hier kann ich, für hier bin ich überhaupt nicht voll weit weg. Ja, das bringt nix. Gucken wir nochmal Ballistenmuni. Ah, die ist leer. Wie soll ich denn angreifen, bitte? Ach, vielleicht, warte mal. Ich hab so lange das nicht mehr gespielt. Oh, ich glaube, das ist schon voll, ne? Halte nicht zurück! Also ja, perfekt. Ja, perfekt. So muss es sein. Der hat die Kontrolle über die Kanone übernommen. Ja, ich muss einfach laden hier, Kanone laden und dann mit der NPC da schon. Kann ich genau. Nee, die ist aber schon richtig. So, zack, dann baller ich die mal ran. So. Ja, die ist schon ganz gut platziert. Nochmal, naja gut, nee, Essen, also hier Energie. Oh, brauchen wir eigentlich. Wenn ich nicht, nämlich auch keine Truhe, ne, die wir einfach so snacken können. Oder Sachen raus snacken können. Soll das?
Drache. Weiß ich geil. Was ist mit dem Flugdrachen denn los? Könnte ich theoretisch auch mit Ballistenmuni darauf ballern, aber die Kanone, ich glaube, die macht ein bisschen mehr Wumms. Deswegen benutzen wir die aber weiter. Ich habe gerade gesagt, ey, jetzt ist wieder ein neuer Flugdrache gekommen. Achso, ja stimmt, die NPCs lösen die gar nicht. Das war ich doch vorher. Stimmt, die NPCs lösen gar nicht die Kanone aus. Die machen immer nur, hey, guck mal, hier ist eine Kanone, die kannst du schießen. Stimmt, so war das. Dann habe ich sie doch ausgelöst aus Versehen. Wenn ich wollte. Guck mal, wie lange ich Monster Hunter World nicht mehr gespielt habe. Zumindest nicht mal so weit. Oh, warte. Die Binder sind oben auf der Barriere. Verschieße sie mit der Balliste, wenn du so weit bist. Yo. Jetzt kommt die Seilbinde zum Einsatz. Warte. Ich kann die nicht switchen. Hallo? Besonders? Nein. Wieso kann ich die Ballistenmunition? Ja, cool. Ich konnte nichts machen, weil mein Einschussbinder nicht geladen wurde. So, zack, bam. Weil ich das nicht selber auswählen konnte. Toll. So, wir haben jetzt festgebunden. Und jetzt können wir einmal schön die Kanone geladen. Dann ballern wir die mal los hier. Moment, ich hätte jetzt wahrscheinlich angreifen können, ne, wenn es gebunden ist. Also man sieht, ich habe diese Mission lange nicht mehr gespielt. Es ist eigentlich relativ simpel. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen, aber warum habe ich jetzt meine Kanonenkugel verloren oder gebrüllt oder was? Also man kann ja nicht viel falsch machen, vor allen Dingen bei der ersten Mission, nicht bei der zweiten schon her. Die kann nämlich auch hart failen, also wirklich ganz, ganz schnell, aber die erste Mission ist nicht so stark. Ja, das ist so gewollt. Das sollte auch so passieren. Der Sora Magdaros hat die erste Barriere durchbrochen. Okay, nächste Phase. Der Sora Magdaros ist durchgebrochen. Jäger nutzt die Mermos und geht dann in die Aufsteigenphase des Einsatzes über. Bewegung, Jäger! Zur Flugstation! Verstanden! Entere den Mistkerl jetzt! Jetzt kommt's drauf an, Partner! Genau, jetzt wird das Vieh geentert. Das ist auch die Phase, wo wir dann auf ihn drauf sind. Wo ist diese Flugzeugstation da oben? Das ist auch die Phase, wo wir dann den Nergigante zum ersten Mal sehen. Weil der nämlich auf Sora nämlich da drauf spawnt, einmal kurz. Wir sind auf seinem Rücken, alter Mann! Erwarten weitere Befehle! Wow, die Kamera ist ja richtig on point gewesen. Greift sie an, um die Beste zu zerlumpen. Ja, deine Schwachpunkte, da muss er. Ja, genau, da muss er einmal kurz aufpassen. Weil da nämlich Magma mal wieder kommt.
Na komm. Kein Problem. Oder kommt er gerade wieder, ne? Ah, oh, fuck! Jetzt brenne ich. Aber wie viel hält der eigentlich aus? Magma-Kern zerstört! Oje, das hat dem Sora Magdaros aber gar nicht gefallen. Gut, finde den nächsten! Wo ist der nächste? Hier ist doch irgendwo einer, ne? Bäm. Ah ne, der ist hier drin, ne? So in der Mitte. Oder nicht? Oder wo ist der? Ne, da. Oder? Hier. Da ist der. Oh, der ist fies. Der ist fies, da kann man ja nicht, gar nicht wirklich das ausweichen, ne? Also man geht hier natürlich hoch. Wie geht das? Okay. Ja, ich bin ja dabei. Die dauern ein bisschen. Ja, da habe ich ein bisschen. Da wollte ich den zerstören, bevor das passiert, aber nie. Da passiert irgendwas. Da passiert was? Oh nein, warte, ich nehme auch lieber hier so einen normalen Trank. Er ändert seine Haltung. Ich glaube, er will aufstehen. Bleibt ruhig und konzentriert. Sucht weiter nach den Magma-Kern. Ja, machen wir. So, einer muss noch. Auf zum Kopf und dann den Kern mit allem, was sie haben, angreifen! Ja. Ja, okay, cool. Ach nee, sind sogar noch zwei. Bereitet alles vor! Verstanden! Ja, dann. Gehen wir da mal hin, ne? Na, ich geh mal hier runter. Sehr anstrengend, hochzuklettern. So, kommt. Und die hier? Lange gewartet? Die ist übrigens cool. Ich hätte gerne lieber die ernste Wildexpertin als meine Partnerin, aber leider geht das nicht. So, müssen wir jetzt hier hoch oder wo müssen wir jetzt hin? Ich bin hart verwirrt. Ja, wir müssen, glaube ich, hier hoch. In einen Kern der Mitte, keine Ahnung, wo der ist. Hier ist doch auch. Ist das nicht einer hier? Ja. Okay. Also das wird zumindest angezeigt, dass das einer ist. Das ist aber keiner, oder? Nee, ich glaube, das ist keiner. Das ist einfach dein Kopf. Das ist einfach. Ich glaube, das ist nur der da. Ne, ich meine, es wird angezeigt, dass da noch einer ist, aber es ist, glaube ich, keiner. Aber hier ist irgendwo einer. Also mir wird hier halt einer angezeigt. Ich bin halt so doof, ich finde den nicht.
Wo ist der? Okay. Ja, du bist lustig. Ist der Magma-Kern? Dieser... Das kann nicht sein, dass ich ihn jetzt nicht finde. Das ist nicht euer Ernst. Dass ich den jetzt nicht finde. Wenn ich nicht finde. Ich und mein Deutsch. Zum Henker. Und so einer hat Monster Hunter gespielt. Lappen. Ja, genau, bin ich gerade. Du hast der Ultra-Anfänger. Kann ich sagen, ich bin genau drauf auf dem Kern. Okay. Oder ist es doch am Kopf? Weil, was anderes. Was ist denn da? Ja, es muss doch der Kopf sein, ne? Also ich meine. Der Sora Magdaros kommt wieder auf die Beine. Jäger, findet die Magma-Kerne auf seinem Rücken. Aha, ja, nee, ich glaube, das musste passieren, oder? Musste das passieren? Weiß nicht mehr. Ich bin halt so lost gerade. Ich schärfe mal kurz meine Waffe. Bin halt so hart lost, ne? Aber ich glaube, das ist richtig. Dann können wir jetzt nach oben. Und da müsste der jetzt sein, ne? Ja, hier ist er. Okay. Den habe ich gesucht. Das. Kann man auch echt nicht ausweichen, ne? Nein, ich brenne und bin ja noch stunned. Was soll das? 30-Kalt, hör auf! Magma-Kern zerstört! Okay, das reicht. Lockt ihn zur zweiten Barriere. Jäger, holy moly. Verliert nicht den Halt, sonst wirft er euch ab! Ich nehme mal hier so ein Fragment mit. Zack, zack, zack. So, jetzt müssen wir mal hier wieder raus, ne? Da. Ah, da habe ich ja auch, mich auch mal richtiges Gameplay gezeigt. Zerstöre die Magma Kern, haben wir auch geschlossen. Ja, dann müssen wir, ich glaube, wir müssen jetzt zum Rücken oder irgendwo hin. Oder hier hin. Und eigentlich soll ja noch der Gigant da einmal kommen und einmal Surprise sagen. Ne? Aber ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ja, die Folge wird ein bisschen länger, weil ich einfach lost bin, aber so richtig. Das ist doch unglaublich. Ich habe auch gerade eine Aufgabe abgeschlossen. Das Spiel sagt so, ja, nee, jetzt musst du noch was machen, aber... Was? Also ich weiß, was ich machen muss. Also muss es ja nicht, aber... Es ist halt schon ein wenig verwirrend.
Dann muss ich hier hin. Achso, nee, ich muss warten, ne? Genau, ich muss warten. Okay, Zeit, die Bestie zu bändigen. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Ich bin da fertig machen. Ja, mach mal fertig, ne? Ich kann sowieso nichts machen hier gerade. Geht's dir gut? Also, warum bin ich jetzt... Binder bereit machen! Feuer! Ja, ich wurde gerade in den Zug gesetzt. Moment, was ist das? Was ist das? Die schwarze Gestalt am Himmel. Ja, Gigante. Oh nein. Jäger, ihr müsst sofort auf den Panzer der Sora Magdaros. Per Flugzeug anreisen. Okay, ja, das geschieht jetzt automatisch, ne? Jo. Ein Monster! Ein unbekanntes Monster ist auf dem Panzer des Sora Magdaros erschienen. Ballistenteam, zum Unterstützungsfeuer bereit machen. Jäger! Auf den Rücken des Sora! Ey, es ist näher Gigante, ich mag ihn. Vorsicht, Partner! Das könnte das geheimnisvolle Monster sein, das die Stacheln hinterlassen hat. Was? Hätte ich es nicht gedacht. So. So, Energie. Sie müssen ihn nicht totkämpfen. Das müssen wir nicht. Zum Glück nicht, weil ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Ah, lass es. Aber so ein bisschen damagen können wir ihn schon. Jäger, auf den Panzer sammeln! Ja, hallo. Gerade, ich habe gerade Gesellschaft. Bin wieder da. Hast du mich vermisst? Ma. Los, zurück in Position, sofort! Zielen! Feuer! Ja! Jo! Was? Unmöglich. Ja, dann kannst du Stacheln nachwachsen lassen und so. Das ist auch die Mechanik von der Gigante. Da muss man nämlich aufpassen, dass die Stacheln nämlich schwarz werden, weil wenn das passiert, dann dann ist halt nicht so gut. Dann machen die Aua. Ja, ne? Quest ist eigentlich gescheitert, aber wir haben es geschafft, weil das war so eine geskriptete, Story-Quest. Deswegen haben wir sie doch noch geschafft. Ha! In der Gigant das erste Mal gesehen, ne? Das ist das Feature-Monster in Monster Hunter World. Nicht der Endboss, ne? Das ist ein anderes Monster.
Das ist die Quietscheente. Ich werde noch früh genug sehen, warum ich die Quietscheente nenne. Aber an sich haben wir den ja schon mal gesehen. Den Nergigante. Und ich mag den. Ich finde, das ist ein cooles Monster. Okay, kommt her. Der Rat ist somit zusammengetreten. Zuerst eure Berichte. Wie sieht die Lage aus? Wir haben ihn aus den Augen verloren, seit er die große Schlucht durchbrochen hat. Aber wir haben eine Chance, wenn wir seine Fährte auf der anderen Seite wieder aufnehmen können. Was das angeht, habe ich gute Nachrichten vom Feldteam. Der Sora hat tektonische Bewegungen ausgelöst, die in der großen Schlucht einen Spalt geöffnet haben. Dieser Spalt ist unsere Chance, die Bestie einzuholen. Das ist zwecklos. Wir haben im letzten Einsatz unsere Ressourcen aufgebraucht. Selbst wenn wir ihn finden können, stehen uns nicht genug Mittel zur Verfügung, etwas Vergleichbares durchzuführen. Was sollen wir dann tun, Kommandant? Wir müssen ein Schiff zur Gilde schicken. Ein Schiff? Aber bei der Lage am Himmel und auf See? Trotzdem, ohne die Gilde zu benachrichtigen, können wir nicht weitermachen. Wir sollten Ihre Entscheidung abwarten. Kapitän, kann ich auf Sie zählen? Keine Sorge, Sir. Ich habe das wilde Meer beobachtet und auf meine Chance gewartet, es wieder zu bändigen. Dann entscheiden wir übrigens auch die Argosy. Heißt es hier auch Argosy? Also es heißt ja in Monster Hunter Rise heißt der Argosy. Also wir schalten zumindest das Schiffsystem frei, wo wir dann immer mal wieder so Materialien per Schiff bekommen und so weiter und so fort. Da kann man auch nochmal ein bisschen was upgraden. Also wir werden mit Materialien nur so vollgeschissen. Der Spalt in der großen Schlucht hat uns nicht nur einen Weg, sondern auch eine Gelegenheit eröffnet. Das ist nämlich ganz gut. Gemeinsam werden wir alles meistern, was dahinter wartet. Und die Fährte des Sora Magdaros finden. Jäger, rückt zur großen Schlucht aus, sobald ihr bereit seid. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten! Gesundheitsbooster. Oh ja, das ist ganz gut. Das sollten wir dann mal ausrüsten. Hey, Partner! Gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht. Ich komme mit. Nein, bitte nicht. Bleib doch hier. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Da rüsten wir den Gesundheitsbooster aus. Den müsste ich dann auch nochmal... irgendwie ins Radialmenü. Ich muss langsam mal wirklich das Radialmenü mal ein bisschen editieren. Kann ja nicht sein. Leute, geht ja nicht. Kann es ja nicht weitergehen. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. 38 Minuten, holy shit. Nur weil ich so lost war in dieser Folge. Na gut. Dann gucken wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Wir haben ein bisschen was freigeschaltet. Wir haben ein bisschen was gesehen jetzt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.